Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Shellshock Live, ganz früh am Morgen um, ich meine irgendwas mit 6 Uhr, keine Ahnung was. Heute spielen wir jeder gegen jeden, das heißt jeder hat momentan Zeit einen anzuvisieren und zu schießen und wir schießen halt alle gleichzeitig. Und nein, die gehen jetzt nicht alle auf mich, oder? Ich hoffe mal nicht. Oder was habe ich sonst noch für Waffen außer Kaktus? Ich hätte eine Flower. Beziehungsweise eine Blume. Ich habe auch nur noch ein paar Sekunden und perfekt. Blume trifft genau auf den Sack drauf. Und da hat eine Earthquake gemacht. Läuft. Okay, Kaktus. Dann mache ich jetzt mal Phyton. Obwohl, die Phyton wird zwar zu weit schießen, aber scheiß drauf. Wir haben 400 Leben. Okay. 94 Panzerung. Ja, geht klar. Und können die mal bitte starten, dann wäre dieses Wochenende hervorragend schnell mit beginnen. Danke. Und die Snake trifft sogar genau 40 Schaden. Alter, wohin will die sich denn verpissen, ey? So, dann gammeln wir uns dahin. Okay, Heli Bombardement. Jetzt habe ich es mal richtig ausgesprochen. Schieße ich in den Reihen. Heli-Bomben. Heli-Bombardement. Sind ja diese neuen Schüsse, meine ich. Heckenschuss, okay. Ist anscheinend wie eine Sniper. Kaktus Trinate. Okay. Komischer Name. Schnellfeuer. Naja, sind jetzt nicht so alles genau Sachen, die mir so gut gefallen, aber besser als gar nichts. 40 Schaden. Okay. Da wurde ich anscheinend getroffen. Mal gucken, wo ich hinfahren kann. Jetzt hatte ich keinen Sprit mehr anscheinend. Was habe ich denn jetzt? Ich baller den mal einen Kaktus rein, wenn ich den treffe. Ja, so müsste das eigentlich klappen. Der müsste hier... Ah, könnte auch knapp werden. Ne, Münze. Meine? 20 Schaden. Ja, besser als gar nichts. Okay, der wäre sogar fast auf den drauf gegangen, habe ich das Gefühl, oder? Beweg mich mal ein bisschen dahin. Hä, warum? Warum geht der denn jetzt weg? Okay, machen wir Schnellfeuer. Gut. Ich war der Erste, der bereit war. Vor allem, wie hat der sich genannt? Das sind ja zwei komische Striche oder so. Läuft bei dem. Da ist sogar Medic. Ja, der Typ sammelt das ein. Oder nicht? Nur 12 Schaden. Wie wenig war das denn? Okay, tödlicher Fall. Ach stimmt, ich meine, da muss man durchfahren durch dieses Medic. Ja, ach was, das sind Gegner. Wow. Hat der aber früh bemerkt. Echt jetzt? Gegner, Gegner. Läuft. So, wir warten immer auch noch auf den, der da AFK ist anscheinend. Nee, doch nicht. Aber treffen muss gelernt sein. Ah, das war sogar irgendwie ein Sniperschuss oder so. 25 Schaden habe ich gemacht. Counter 3000. Ich fahre mal ein bisschen was nach links. Ich will nach links fahren, nicht nach links zielen. Dann mal gucken, was Heckenschuss ist. Mal Lucky Lucky. Oh, der hockt im schwarzen Loch, sehe ich gerade. Der kann wirklich gut schießen. Der kann nur noch einen Earthquake eigentlich machen, sonst nicht viel. Sag ich doch. Und auch nicht gut abgeballert werden. Heckenschuss, 83 Schaden. Alter, das ballert aber rein. Scheiße, davon hatte ich doch noch einen. Und jetzt ist er... Och, hä? Ja, klar. Jetzt verlässt er natürlich. Ist klar. Da hitte ich den richtig gut an. Und dann verlässt er einfach die Lobby, ey. Was für ein Arschloch. Okay, eine Dreifachgranate. Wow. Ich treffe den sogar. Zweimal. 50 Schaden. Geil. Ah, die gehen immer noch nicht auf mich. Finde ich gut. Ändern wir die Schussbahn mal so und schießen mal Bach. Aber ich weiß nicht, ob ich treffen werde.
Entweder es wird zu weit gehen oder es wird ihn treffen. Okay, mal gucken. Wenn der Letzte jetzt auch mal wieder bereit macht, der lässt sich immer irgendwie die meiste Zeit. Ah, es geht zu weit. Nein, doch nicht ganz. Lol. Wie geil. Weil das ja gegen die Wand gekommen ist, knallt das direkt ab. Oder prallt das ab. Und kommt dann zurück. Tima, wir gehen einfach nur auf dich, du Spacken. Okay, ich kann ein bisschen tiefer. So. Ja, guck mal, der macht jetzt einen Tunneler auf mich. Weil er das Medic anscheinend haben wollte oder so. Keine Ahnung. TNT-Hüpfer. Kann er jetzt mal irgendwie einem Schaden machen? Ja, lol, als ob. Lol, 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 geil. Jetzt soll er nicht mehr sagen Teamer oder so. Weil ich hab den jetzt zweimal abgeballert oder abgeknallert. Ja, ist klar, geht auch noch beide auf mich drauf. Was soll ich machen? Nee, erstmal schön einen Earthquake rein. Ja, Earthquake. Guck, die gehen jetzt beide auf mich. Der müsste eigentlich nur ein bisschen fahren und dann hätte er Medic. Eigentlich. Ah, nee, der geht sogar auf den. Das ist eine Dreifachgranate, die genau... Nee, das war einfach nur eine Granate. Okay. Die 50 Schaden gemacht hat. Interessant. Ich fahr mal da raus. Und dann versuche ich mal einen Heckenschuss. Der müsste so... Ich glaube, der wird ein bisschen drüber gehen. Aber ich hoffe mal, der wird treffen. 83 Schaden oder so. Ja, okay, guck mal, der schießt. Was? Ich treffe natürlich nicht, aber der genau rein. 100 Schaden. Mit derselben Waffe. Läuft bei dem. Okay. Ich bewege mich aber noch ein bisschen nach hinten. Okay, so. Jetzt mal gucken, wie gut ich jetzt treffe. Jetzt habe ich eine Glock da ausgewählt. Also eine Pistole. Ist das ja eigentlich? Wie hat die denn geschossen? Hat die jetzt einfach nur gerade ausgeschossen? Okay, ich muss mal ein bisschen ein paar andere Waffen auswählen. Und zwar Regenbogen, der ballert da eh durch, aber da ist ein schwarzes Loch mittendrin. Aber was ist mit dem da hinten? Der steht da nicht schlecht. Ja, dann, der Regenbogen verteilt sich ja. Könnte sein, dass ein paar da oben gegenknallen, aber... Wir schießen jetzt mal so. Oh, einmal getroffen, 20 Schaden. Oder wie? Ja, ich bin der Einzige, der getroffen hat. Läuft. Und durch das schwarze Loch perfekt abgelenkt. Okay, interessant. Was kann ich denn jetzt machen? Ein Bachaufschütter, aber da muss ich natürlich ein bisschen genauer treffen. Guck mal, der geht auf mich. Der anscheinend auch irgendwie, weiß ich nicht. Okay, jetzt weiß ich meine Schussbahn nicht. Ich weiß nicht, wie ich schießen werde. TNT-Hüpfer? Och nö. Nein, 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 nein. Geh zurück zu Papa. Okay, ich war ein bisschen zu weit. Bisschen zu weit. Dann können wir jetzt aber einen Aufschütter machen. Das sind alles nicht so schöne Waffen. Vor allem, wir spielen eins... Ja, alle gegen alle mit insgesamt 4 Leuten, wovon einer verlassen hat. Und die Runde läuft immer noch wie vor 10 Minuten. Also, läuft. Lol, ich habe gar keinen Schaden gemacht. Interessant. Also, ich habe wirklich keine schönen Waffen. Vor allem 2 von diesen Spaltern. Oh Mann. Kann ich nicht irgendwie mal was Anständiges kriegen, womit man auch Schaden macht? Ja, ist klar. Läuft. 20 Schaden. Ja, bleib so stehen. Dann treffe ich wahrscheinlich nochmal. Der hat nur noch 5 HP. Der ist down. Ist wirklich down jetzt gleich. Okay, so war vorher. Ich brauche nur einen Stärker. Dann schieße ich... Jetzt geht er auf mich.
Was zum Geier? Ach, Medic. So, nee, eine Waffe. Uzi und dann dieses Teil. Was macht der denn? Der hätte den töten müssen oder sollen. Das wäre das Einzige gewesen, was er so hätte am besten machen können. Okay, Zähler 3000, also Counter 3000, mal gucken. Ich hoffe, ich treffe da zumindest rein. Ja, ich hoffe mal. Nee, natürlich nicht. Der macht 18er Crit und er hat ihn. Oder nicht? Ah, dieser Bastard. Ich hab doch gerade. Ja, guck mal, wie knapp, dass die sich auch so aufteilen. Was für ein Schwachsinn. Ja, der hockt jetzt genau unter einem schwarzen Loch. Vielleicht wird es positiv verändert. Nein, natürlich nicht. Hat der mir Schaden gemacht? Ja, 10. Das heißt, er hat mit dem Schuss geschossen. Ah, Pixel, okay. Der wird jetzt treffen, der Pixel, und dann ist er tot. Oder soll ich dem Störung reinballern? Störung macht natürlich auch gut Schaden, daher. Hä, wo hab ich denn bitte hingeschossen? Störung macht richtig gut Schaden und dann fliegt das irgendwie gegen meinen Po oder so. Gefühlt. So, Pixel einfach rein. Der hat eh nur noch 5 HP. Das kann doch nicht sein, dass der mir jetzt 222 mit einem Schuss oder so zieht. Wenn er jetzt ready macht. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Wie peinlich ist das denn? Och, Mano. Ey, das gibt's doch nicht. Wie schlecht ist das denn heute von mir? Dann nehme ich mir einfach mal einen Roller. Der müsste ja dann dahin rollen oder so. Keine Ahnung. Durch schwarze Loch. Wohin rollt der denn? Oh nein. Oh nein. Ich kenne die Waffe schon aus einer Folge. Und die ballert richtig rein. Ich glaube, der kriegt mich doch noch. Ich glaube, der kriegt mich jetzt ernsthaft doch noch. Ey, das gibt's doch nicht. Wenn der mich jetzt down macht. Und der hat nur noch 5 HP. Nee, dann war das die schlechteste Folge bis jetzt, die ich wahrscheinlich so generell gespielt habe. Was zum Geier? Wie viel... Der macht mich jetzt wirklich noch down. Und wegbewegen kann ich mich irgendwie nicht so ganz. Oh, scheiße. Oh, Mann. Ey, das ist zu hart. Der hat 5 HP und ich treffe ihn nicht. Ja, geht doch. Danke, Spiel, danke. Ich wollte schon sagen, warum verliere ich? Ey, der hat mit 5 HP mir locker um die 90 bis 100 Schaden gemacht. Mit 5 HP. Weil ich zu dumm bin, um zu treffen. Ja. So geht das. Okay, ich glaube, wir sind so bei 12 Minuten. Ich glaube, ich hänge noch eine Runde hinten dran. Bis gleich. So, Leute, hier sind wir bei der zweiten Runde Shellshock. Was ich eigentlich noch in diesem Video so erwähnen wollte, ist, momentan spiele ich halt nur Shellshock und Minecraft aus den Gründen, ich habe zwar andere Spiele in meiner Steam-Bibliothek, nur zum Beispiel wie GTA 5 oder Left 4 Dead, Emergency. Ich glaube nicht, dass das einem so viel Spaß machen würde, beziehungsweise bei GTA kann ich es nicht, außer Story, denn im Online bin ich da gebannt. Wollte ich nur mal so erwähnen. Also ich habe es in meiner Bibliothek, nur ich bin gebannt. Und ja, deswegen kann ich da nicht viel verändern dran. Deswegen nehme ich das auch nicht auf. Okay, 20 Schaden sag ich. 40, läuft. Okay. Wo habe ich denn gerade hingeschossen? Nee, ich habe gar nicht geschossen. Ich hatte einen Earthquake, oder? Bombardement. Was habe ich denn noch alles andere für Waffen? Der muss aber treffen. Das weiß ich. Wir versuchen erstmal... Ringer ist die beschissenste Waffe. Monde ist auch scheiße. Gibt es hier nichts Anständiges? Das sind alles gute Waffen eigentlich.
Tack, runter. Münze. Oh. Den wollte ich da hinten eigentlich nicht treffen, aber... Kann man ja mal machen. Ich wollte eigentlich auf den schießen, dass das hier runterkommt. Aber wenn das da hinten meint, ankommen zu müssen und ihn mitnimmt... Jo, warum nicht? Okay. Und vielleicht hört sich meine Stimme übertrieben müde an. Ich bin, keine Ahnung, schon die ganze Nacht irgendwie wach. Und ja, schau mir YouTube-Videos an, mach dies, mach das. Und denk mir so, ja, YOLO, nehmen wir um mittlerweile 7.10 Uhr ein Video auf. Und das, wenn man die ganze Nacht durchmacht. Ja, why not? Draußen ist scheiß Wetter. Und ja, die Sonne ist hell. Was soll ich sonst sagen? Also, ich könnte auch die Rollade runter machen, aber na, dann habe ich ja hier drin zu wenig Licht. Dann kommen ja irgendwann die Eltern wieder rein und sagen, nee, nee, es muss schon schön hell sein. Und ja, ich habe den gecrittet, also indirekt gecrittet. Ich habe ihn genau getroffen und läuft. Schwebeball, ich probiere das mal aus. Ich weiß nicht, was das ist. Habe ich bestimmt Schwebeball. Rollt das dann so über den Boden drüber? Teammate, treff! Okay, ich habe nichts. Was für ein Schwachsinn. Gerade hat der Schuss doch noch dahin geschossen. Warum geht das denn jetzt nicht? Ah, ey, das ist so... Warum fliegt der Schuss jetzt so weit? Ich verstehe es nicht. Was kommt da jetzt? Granate. Okay. Anscheinend werden wir diese Runde verlieren. Schwebeball. Nicht, dass ich jetzt die Schussbahn verändere und der woanders hinfliegt. Ja, es lag wirklich an dem Item, das ich benutzt habe. Ja, der ist anscheinend jetzt tot. Ja. Hat er immerhin gut gemacht. Schwebeball, Schwebeball. Warum fliegt das Teil denn weiter als sonst? Ah, der mit seiner Glock. Ja, eine Glock schießt geradeaus. Okay, interessant. Heli-Bombardement Zipper macht 32 Schaden, das weiß ich. Ich hätte einen Regenbogen. Soll ich es ausprobieren? Ja, ich schieße einfach einen Regenbogen drauf. Einer trifft. Hoffentlich einer. Hoffentlich einer. Danach Heli-Bombardement. Und ja, was sonst? Ja, mein Teammate trifft eh nicht. Ah, da wäre sogar doppelt knappe Sache. Schade, dass nur einer getroffen hätte. Oder hat. Schade. Ey, Samurai, bist du YouTuber? Vielleicht ist er das. Aber vielleicht bin ich es ja auch. Oh Mann. Ja, obwohl, warte, wenn ich das ja mache, das liegt ja wieder 3 Kilometer weiter weg. Deswegen denke ich mir mal, nee, ich lasse den Scheiß lieber. Und baller dem Zipper rein, weil der Zipper, der macht Beach, Beach. Von rechts nach links, von rechts nach links. Ne, von links nach rechts, von rechts nach links. Und macht 2-3 Schaden, wenn man den trifft. Ja. Okay, was haben wir jetzt? Der hat ein schwarzes Loch und dann da eine Kugel. Mal gucken. Guppies, 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 Guppies. Wie viel HP hat der noch? Was können wir denn da reinschießen, was nicht weghüpft oder so? Tödlicher Fall. Das sind alles doofe Sachen. Und Palme, wenn ich die schieße, dann habe ich wahrscheinlich wieder so das Glück, dass ich nicht treffe oder so. Also das, die Palme teilt sich ja dann auf und fliegt dann in jede Richtung irgendwie. Ah, wow, einer trifft. Mein Teammate gar keinen Schaden. Oh, der hat einfach auf Feuern gedrückt. Mein Teammate hat nämlich nur noch 4 HP. Okay, ich habe den genau in meiner Schussbahn, aber ich habe nichts, was dem irgendwie so tak, tak, tak Schaden macht. Wow, ein Schuss macht 10 Schaden. Eine Glock schießt irgendwie unendlich weit. Palme, Maulwurfshügel. Ich weiß nicht, was das ist. Wir probieren es einfach mal aus. Und... Hä? Ja, wow. Wow, was für ein Scheiß. Immerhin habe ich dem da jetzt einen Berg hingebaut. Läuft. Und er schießt eine Granate oder was ist das? Oh nein, mein Teammate.
GG. Sehe ich genauso. Wenn ich jetzt mal anständige Waffen kriegen würde. 76. Wie viel hat der? 73. 1, 2 weniger und wir schießen eine Palme. Ich habe halt nichts so Schönes. Irgendwie. 15 Schaden. Das, ja. Die Palme hat irgendwie 5 Granaten und eine macht halt 15 Schaden oder so. Ich wäre aber mal für was Anständiges. Ja. Was kann ich jetzt reinmachen? Ich mache einfach mal Heli-Bombardement. Selbst wenn es ein bisschen weiter wegfliegt. Ja, GG, sehe ich genauso. Duck, 8 Schaden. Vernichtung, zerstört. Also, es wäre richtig knapp geworden, beziehungsweise ich hätte sogar gedacht, dass der gewinnen könnte, wenn er sich jetzt nicht selbst abgeknallt hat. Okay, ich hoffe, es hat euch soweit bis jetzt hierhin an diese Stelle gefallen. Vielleicht kommen irgendwann mal andere Spiele. Vielleicht. Und danke fürs Zuschauen. Lasst irgendwas da. Like, Dislike, Kommentar, mir egal. Und dann haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.